So, wir sind immer noch beim Thema Streik und wir haben gesehen, auf der Seite der Arbeitnehmer haben wir eine höchst interessante Konstellation. Einmal die Gewerkschaftsmitglieder und die Ausgesperrten. Wir nennen sie Lahmgelegte. Und jetzt kommt die Frage, wie ist das mit dem Geld? Die Frage, die letztlich das Spiel entscheidet. Wie ist das mit dem Geld? Für die streikenden Arbeitnehmer durch die Gewerkschaft, man nennt das die Streikkasse. Ja, die streikenden Arbeitnehmer werden bezahlt von der Gewerkschaft aus der Streikkasse. Und bei den lahmgelegten Arbeitnehmern haben wir das Ergebnis schon gesehen. Die kriegen nämlich kein Geld, aber wir müssen einen kleinen Umweg machen, um zu dem Endergebnis zu kommen. Für lahmgelegte Arbeitnehmer gilt die sogenannte Betriebsrisikolehre. Und das schauen wir uns im Folgenden genauer Im Übrigen glaube ich, dass wer einen Fernlehrgang bucht, sich durch schöne Werbebilder hat täuschen lassen. Er muss nun unter dieser Täuschung leiden. Wollen Sie hingegen lernen ohne Leiden, dann klicken Sie einfach auf den Link unter diesem Video.